It's Friday, the first race at Gotland Grand National. So the first riders are on the track. I'm gonna race tomorrow. Now I'm gonna check out some parts of the track. Ich stehe jetzt hier am legendären Hufeisen. Das ist ein Streckenteil, da geht es hier hinten runter. Dann geht es in die Richtung dort. Es ist eigentlich immer schlammig. Es geht einmal drum rum. Und dann kommt man da hinten wieder raus und auch da ist es schlammig und das ist einer dieser selektiven Streckenteile. Dieses Jahr sieht es recht trocken aus, aber ich habe gehört, dass sie vielleicht noch ein bisschen Wasser den Hang runterjagen, damit es ein bisschen spannender wird fürs Publikum. What is it? It makes me so warm. Ja, ist in Ordnung. Für Gotland Grand National, wenn es raus kalt ist, kann man auch gern warmes Red Bull trinken. Der Teil hinter mir ist der Teil, wo es letztes Jahr super schlammig war. Die ganzen Motorräder sind stecken geblieben. Dieses Jahr ist es doch sehr trocken. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich habe einen ersten Eindruck der Strecke bekommen. Viele Steine, viele Wurzeln. Es ist zwar trocken, aber es wird trotzdem kein einfaches Rennen werden. Zum ersten Mal beim Gotland Grand National. Was erwartest du von dem Rennen und was denkst du über die Strecke? Hast du schon was gesehen? Wide open. Es ist nur wide open. Nein, es ist brutal. Ich habe schon was gesehen. Wir sind da kurz runtergegangen. Sind genau am Meer. Also wirklich coole Kulisse. Aber Vollgas, Bumps. Und das war's eigentlich wieder. Dann bin ich schon gespannt, wie es wird und damit so viel Fahrer einfach auf der Strecke. Denkst du, es wird mir liegen? Dir wird es auf jeden Fall liegen. Du, wenn du unser Freestyler machst, über jeden Bump und physikst dir oder so. Pretty cold, to be honest, but the track looks fast, you know, but it looks fun. Lots of twists and turns through the forest. Yeah, it's going to be a cool race. Very, very, very cold. But no, it looks good. Pretty fast. A lot stonier than I was expecting. Like lots of rocks on the ground and really, really rough. So should be good. Something new. We'll have some fun. Number 313. Sebastian Morten. Papierkram erledigt. Lizenz gezeigt. Wurde nicht abgenommen. Transponder bekommen. Und das bringe ich jetzt alles an, dann geht's zur technischen Abnahme. Das ist die Schlange für die technische Abnahme. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Yes, that's yes, me. You're welcome. Technische Abnahme ist erledigt, die läuft ziemlich entspannt ab. Soundcheck natürlich, dann mal kurz aufs Motorrad geguckt, Transponder gecheckt, fertig. Also einfach und unkompliziert, so wünscht man sich das als Fahrer. Und so sieht es am Renntag aus. Es hat wohl die ganze Nacht durchgeregnet. Und die Wettervorhersage sieht auch nicht besonders gut aus. Und ja, vier Fahrer in einem Apartment. Bisschen Chaos am Renntag. Es gibt einen Himmel und aus dem ist über die Nacht sehr, sehr viel Regen gefallen. Jetzt heute die Strecke sehr nass. Unter dem Erdboden ist viel Felsen, deswegen läuft das Wasser nicht sehr gut ab. Und das wird heute dann doch ein Gotland Grand National, wie man es kennt. Gestern war es trocken, heute kalt und nass. Wir haben gerade 3-4 Grad, also mal schauen, wie das wird.
bei dem scheiß Wetter hilft es natürlich, gut vorbereitet zu sein, vor allem was das Thema Brillen angeht. Ich habe ein paar von den Raven-Brillen bekommen. Und das Gute ist, ich muss nicht viel vorbereiten, denn die kommen race-ready aus der Kiste. Sprich, so eingepackt im Beutel, man zieht es raus und dann sieht es fast so aus. Ich bin ehrlich, bei den Bedingungen ist es extrem schwer, die Brille am Laufen zu halten, weil eigentlich zieht das Wasser überall runter. Schauen wir mal. Ich mache hier eine Tüte fertig. Da tue ich so diese Papiertücher rein. Brille, mal kurz checken, ob die All-Race ready ist. Hier rein und ein trockenes Paar Handschuhe. Ich werde erstmal mit Winterhandschuhen starten, so bei 5 Grad Außentemperatur und strömendem Regen. Nachher beim Rennen ist egal, dann Hauptsache trocken. Ja, ich bereite 2 Tüten vor für die 2 Boxenstops, die Pflicht sind. Und dann hoffe ich, dass ich damit hinkomme. Wegen des ganzen Regens habe ich mir eine Rolle Duct Tape genommen und meine Handschalen noch ein bisschen gepimpt. Ich hoffe, das hält meine Hände ein bisschen trockener für ein bisschen länger. Mal schauen. Viel wird es nicht helfen, aber ein bisschen. Alles Kopfsache. How did it go? You are happy? Ja. Eine Stunde vor meinem Start und ich habe mich angezogen, nochmal rausgeguckt und ich habe sehr gute Nachrichten für das Rennen. Staub wird auf jeden Fall nicht das Problem sein. Der Regen ist stärker geworden, die Temperaturen kälter, der Wind ist stärker geworden. Das heißt, der Regen fliegt jetzt so und das wird eine sehr, nennen wir es mal, interessante Erfahrung werden. Ich stehe jetzt in der Startaufstellung, Reihe Nummer 4. So richtig habe ich noch keine Ahnung, wie es losgeht. Wir werden sehen. Erstmal noch mal ein bisschen warten. Willst du was Härteres fahren als Romaniacs oder was? Vor allem richtig schmutzig werden. Ja. Ja. Ja, richtig. 10 Minuten noch bis zum Start. Jetzt können wir gleich die Motoren warm laufen lassen. Denn gestartet wird ohne laufende Motoren und auf Startsignalen macht man die Motoren an und es geht los. Hinter mir ist ein Container, da kann man seine Jacken und so reinlegen. Das wird dann zurück zum Fahrerlager gebracht. Also man muss hier nicht eine halbe Stunde frieren, wenn man keinen Helfer bei hat. Der Morgen danach, als ob nichts gewesen wäre. Es war trotzdem eine schöne, nette Erfahrung. Ja, das Racergehen steckt ja in einem und man ist eigentlich ganz zufrieden, wenn man sich dann durch was durchgekämpft hat. Und hier sind meine Tipps für das Gotland Grand National. Bereitet euch genügend Roll-Off-Brillen vor.
Bei mir hat eine nagelneue Roll-Off-Brille nicht mal eine komplette Runde gehalten. Meine Augen, die haben gestern Abend ganz schön wehgetan von dem ganzen Dreck. Heute geht's wieder. Meine Reifenwahl war nicht die optimalste. Ich hatte mit Soft-Reifen drauf, aber man fährt eigentlich auf purem Felsen. Das heißt, sucht euch ein Profil aus, was eigentlich eine gute Auflage auf hartem Boden hat. Ein guter Tipp ist es auch, gute Fahrklamotten zu haben. Ich hatte eine Gore-Tex-Regenjacke an, darunter eine Windstopper-Jacke vom Mountainbiken. Das hat sehr gut funktioniert, aber ihr braucht auch was Warmes für die Hände, also gute, warme Handschuhe und auch was Gutes, Warmes für die Beine, zum Beispiel eine Windstopper-Laufhose. Das war's von mir vom Gotland Grand National. Frederik Johansson hat mich geschlagen. Er hat 6 Runden geschafft, ich 5. Ich bin 120. geworden. Damit bin ich ganz zufrieden in der oberen Hälfte. Aber ja, ich glaube, wir brauchen nächstes Jahr ein Rematch. Wir sehen uns dann.